Leute, heute ist mal wieder eine neue The Mandalorian-Folge rausgekommen, Kapitel 22. Und die Folge war heute absolut wild. Ich glaube, mit einem anderen Wort kann man es nicht beschreiben als mit wild. Deswegen wie immer heute mein Review-Video dazu, zuerst spoilerfrei, dann sehr spoilerhaltig und zum Schluss natürlich meine Meinung, mein Senf dazu. Lasst uns, ohne groß um den heißen Brei zu reden, direkt mit dem spoilerfreien Part anfangen. Die Folge heute war was, Leute. Zuerst mal, die Folge hat mir natürlich einen riesen Spaß gemacht und sie hat sich wieder sehr nach Folgen aus Staffel 1 so angefühlt. Es war mehr oder minder wieder so eine neues Monster der Woche Folge. Das heißt, wenn euch sowas gefällt oder wenn ihr auch Folge 3 zum Beispiel toll fandet, wird euch diese Folge hier, denke ich, wieder sehr gut gefallen. Es wurde was behandelt, was in Star Wars bisher immer zu kurz kam. Aber auf eine andere Art und Weise, wie ich das erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Und es wurde mal wieder ein neues Genre ausprobiert, was wir zumindest in Star Wars Live Action so bisher noch nicht hatten, was aber ziemlich gut hier umgesetzt worden ist, finde ich. Ich bin seit quasi Jahrzehnten, seitdem ich angefangen habe, Star Wars Romane zu lesen, wirklich ein Vertreter der Meinung, dass man mit Star Wars im Prinzip jedes Genre machen kann, das dann halt eben nur einen besonderen Star Wars Spin braucht, und das hatte diese Folge heute auf jeden Fall. Und ich denke, vor allem The Clone Wars Fans werden in dieser Folge auf ihre Kosten kommen. Musikalisch war wieder einiges sehr Interessantes dabei und optisch hat mir die Folge auch extrem gut gefallen. Man hat hier aber auch storytechnisch gemerkt, dass es so die Ruhe vor dem Sturm ist. Man hatte vor dem Finale noch eine Folge frei sozusagen und hat hier quasi die Wildcard gespielt. Es bringt die Story definitiv auch weiter, aber es ist halt trotzdem extrem anders als sonst. Was mir wie gesagt eine Menge Spaß gemacht hat. Aber gut, viel mehr kann und will ich hier auch gar nicht spoilerfrei sagen. Bevor wir aber zur Spoiler-Sektion kommen, mal wieder zwei Sachen, die ich ansprechen muss. Zum einen, wenn ihr in der Folge irgendwelche Easter Eggs oder interessanten kleinen Details entdeckt habt, dann schreibt's gerne hier unten in die Kommentare. Und mit ein bisschen Glück nehme ich das ins nächste Video rein, wenn ich halt eben über Easter Eggs und so kleine Details rede. Ich weiß allerdings noch nicht ganz genau, wann dieses Video dann kommt. Und das ist das nächste, worüber ich mit euch sprechen möchte. Denn normalerweise habe ich die Videos ja immer jetzt sonntags rausgehauen, weil ich freitags dann noch die Bad Batch-Videos gemacht habe. Jetzt könnte ich es natürlich schon Freitag theoretisch bringen, aber Freitag startet auch die Star Wars Celebration Europe in London. Ich persönlich werde jetzt da nicht anwesend sein auf der Celebration, ich bin zu Hause, was bedeutet, dass wenn ich nicht gerade irgendwie mit Ostersachen beschäftigt bin, ich euch definitiv relativ schnell Videos dazu raushauen kann, ist aber halt auch die Frage dann, wann halt. Die besonders interessanten Panels sind Freitag, Samstag und Montag meiner Meinung nach. Freitag gibt es ein generelles Lucasfilm-Panel, wenn neue Filme angekündigt werden, dann definitiv da. Könnte theoretisch auch irgendwie ein Trailer zu irgendwas kommen, wozu es kein Panel gibt. Oder irgendwie so Concept Art Reel, Behind-the-Scenes-Sachen zu The Acolyte zum Beispiel oder zu Andor Staffel 2. Und das fängt, soweit ich weiß, wenn ich das richtig von den Zeitzonen umgerechnet habe, um 1 Uhr unserer Zeit freitags an. Samstag haben wir das Ahsoka-Panel und Montag dann noch das Bad Batch-Panel. Da kann ich mir überall vorstellen, dass wir da irgendwo Trailer oder interessante andere Sachen kriegen, zu denen ich dann Videos machen wollen würde. Deswegen ist so die Frage, wenn am Freitag jetzt nichts Krasses passiert, kommt das Video zu den Easter Eggs und so vielleicht Freitag, ansonsten vielleicht Samstag oder Sonntag. Mal schauen. Aber auch wenn ich nicht bei der Celebration anwesend bin, werden der Buddy von Star Wars Buddy, Tim von Star Wars Facts und die Jungs vom SWBU auf jeden Fall auf der Celebration sein. Die fliegen relativ bald dahin und die werden, denke ich, auch einiges davon natürlich posten, vielleicht währenddessen, vielleicht auch hinterher, das weiß ich nicht. Solltet ihr aber auf jeden Fall auch mal reinschauen. So oder so, haltet auf jeden Fall die Augen offen, natürlich für dieses Mando-Video, aber auch für die Celebration-Videos von mir und lasst gerne ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann kriegt ihr die auf jeden Fall angezeigt. Aber gut, lasst uns zum spoilerhaltigen Teil kommen. Das Ganze fängt mit einem Schiff an, was ziemlich cool aussieht und wir erfahren, dass das ein Quarren-Schiff ist. Quarren sind ja die Mitbewohner auf dem Planeten Duck oder auf dem Planeten Mon Cala, je nachdem wie man es nennen will. Und die leben da zusammen mit den Mon Calamari. Und in der Geschichte dieses Planeten gab es zwischen den Quarren und den Mon Calamari immer wieder Beef. Haben wir auch verschiedene Folgen, zum Beispiel aus der ersten Clone Wars Serie gesehen. Da gibt es mehrere Geschichten zu. Dieses Schiff will scheinbar nach Trask reisen, dem Planeten, den wir schon aus Kapitel 2 kennen, wo einige Quarren Mando halt hintergangen und überfallen haben, wo er dann von Bo-Katan gerettet wird. Allerdings wird dieses Schiff von einem imperialen Schiff angehalten. Und wir sehen, dieses Schiff ist der Kreuzer Gideons. Da habe ich mich schon beim Schauen der Folge gefragt, wie kommt Gideon jetzt wieder an sein Schiff? Ich meine, der ist ja befreit worden und gestern habe ich auch ein Theorienvideo dazu gemacht, wer und wie der befreit worden ist. Wenn ihr Bock drauf habt, ist in der Endcard verlinkt. Aber wie kommt er dann wieder an sein Schiff?
Wir merken aber relativ schnell, dass Gideon da gar nicht auf dem Schiff ist, sondern Mandalorianer, unter anderem Ex-Wolves und Koska Reeve, die natürlich die Handlanger oder Freunde, Verbündeten, was auch immer von Bo-Katan in Staffel 2 waren. Die sind jetzt Söldner oder Kopfgeldjäger und sind damit beauftragt worden, jemanden zurück nach Mon Cala zu bringen. Und zwar nicht diese Quarren, sondern einen Mon Calamarion. Der wird da auch nicht gefangen gehalten. Es scheint so, als würde diese Quarren-Kapitänin eine Beziehung mit dem Sohn eines Oberhauptes, der Mon Calamari, führen. Die beiden lieben sich, allerdings docken die Mandalorianer da an und schnappen sich den Mon Calamari, weil der natürlich auch nicht möchte, dass da das Schiff von seiner Freundin jetzt beschädigt wird oder irgendwer in Gefahr kommt. Der muss also wieder zurück zu seinen schlimmen, schlimmen Eltern in den schlimmen, schlimmen Palast. Und damit endet diese Vortitelsequenz sozusagen. Und wir sehen, wie Bo und Mando auf dem Weg zu einem Planeten sind. Einem Planeten im Outer Rim, den wir bisher noch nicht kennen. Das ist dieser grüne Planet aus den Trailern, den wir da schon gesehen haben, mit diesen Kuppelstädten. Und das scheint ein freier Planet zu sein, der weder dem Imperium noch der Neuen Republik angehört. Eine sehr direkte Demokratie, und da befindet sich halt gerade eben die Flotte der Mandalorianer, die jetzt eben von Ex-Wolves geleitet wird. Da Bo natürlich die Mandalorianer jetzt zusammenführen will, braucht sie auch die Flotte und will versuchen, die irgendwie für sich wieder zu gewinnen. Soweit so gut, geht da ja die normale Story weiter. Die treten allerdings in so eine Reisekapsel ein, eine Art kleinen Zug, und werden dann von diesem Zug zu den Anführern des Planeten gefahren, die erstmal was von Bo und Mando wollen. Kommen da in so einen riesen Ballsaal, wo gefeiert wird mit verschiedenen Aliens. Meiner Meinung nach richtig cool gemacht, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Mit Jack Black scheinbar als Anführer dieses Planeten, die Cameos sind stark in dieser Folge, definitiv. Aber die Anführer sagen auch, okay, Leute, wir haben ein Problem, wir lassen zu, dass ihr mit den anderen Mandalorianern sprecht, aber erst, wenn ihr uns helft, denn wir haben hier ehemalige Kampfdroiden, wir haben sehr viele Droiden vom Imperium und alte Separatisten-Droiden, die haben wir quasi in ein Rehabilitationsprogramm gesteckt, die haben wir alle umprogrammiert, dass es keine Kampfdroiden mehr sind, es sind jetzt alles nur noch Diener, aber in letzter Zeit sind Unfälle passiert, und zwar nicht nur ein paar Unfälle, sehr viele Unfälle, und einige Bürger sind dabei zu Schaden gekommen. Wir haben Angst, dass die Droiden hier irgendwie fehlerhaft sind, irgendwas planen, irgendwas machen, und wir möchten da gerne, dass irgendwer dagegen eingreift. Allerdings wurde hier bei dieser Demokratie gewählt, dass die Sicherheitskräfte nicht mal Blaster haben dürfen. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, da mit Polizeieinheiten vorzugehen. Wir sind aber auch eine pluralistische Gesellschaft, bedeutet, wir ehren andere Kulturen, die hier hinkommen. Und die Kultur der Mandalorianer ist es, Rüstung zu tragen, Waffen dabei zu haben, Blaster zu nutzen. Und deswegen dürfen die mit den Blastern in die Stadt rein. Und es beginnt eine Cop-Geschichte, um herauszufinden, warum die Droiden hier so einen Mist bauen. Und Mando ist natürlich sofort mit dabei, weil er Droiden nicht wirklich mag. Haben wir ja schon in Staffel 1 gesehen, dass Kampfdroiden seine Eltern getötet haben. Und so beginnt halt eben diese Cop-Geschichte. Ich will jetzt hier wirklich nicht zu viel aus der Folge spoilern. Wie immer, schaut die Folgen einfach selber. Ganz kurz gefasst, Mando und Bo treffen sich mit einigen Arknauts, die für diese Droiden zuständig sind. Und Bo kommt da nicht so ganz klar, aber Mando schafft es, mit denen vernünftig zu kommunizieren, weil er halt mit Kuil schon mal einen Arknaut kannte und weiß, wie man mit denen reden muss. Dadurch gelangen die zu den Docks, wo die Arknauts vermuten, das nächste passieren wird. Und da sind B2-Kampfdroiden, die scheinbar einfach Sachen in ein Schiff laden. Ein B1-Kampfdroide beaufsichtigt das Ganze. Und wir haben hier halt einfach nettes, witziges Gerede mit den B1-Kampfdroiden. Und Mando versucht einfach mal eben die B2-Kampfdroiden zu provozieren, die wegzutreten. Ist richtig gemein zu denen. Das macht er so lange mit 3, 4, 5 von diesen B2-Kampfdroiden, bis einer von denen keinen Bock mehr hat und ausrastet, Mando schlägt und dann abhaut. Es kommt eine ziemlich coole Verfolgungsjagd, die damit endet, dass dieser B2-Superkampfdroide vernichtet wird. Und die bekommen einen Hinweis auf eine Droidenbar, wo dieser Superkampfdroide wohl war. Da gehen Bo und Mando hin. Bo möchte natürlich jetzt die Kontrolle übernehmen, fand, dass Mando viel, viel zu aggressiv mit den B2-Superkampfdroiden umgegangen ist. Das geht nicht so ganz gut. Wir erfahren da allerdings, dass die Droiden definitiv hier keinen größeren Droidenaufstand planen, was ich, um ehrlich zu sein, zuerst gedacht hätte, dass es hier darum geht, dass Droiden halt bewusster werden und keine Lust mehr haben, Menschen oder anderen organischen Wesen zu dienen. Aber der Barmann an dieser Droidenbar sagt, nein, wir sind Droiden, wir sind ja von organischen Wesen geschaffen worden. Und das Leben von so organischen Wesen ist so kurz, wir haben ein so langes Leben. Und alleine dafür, dass wir erschaffen worden sind, sind wir so, so dankbar. Wir wollen den Leuten helfen. Wenn hier aber so ein paar Droiden immer weiter und weiter Mist bauen, haben wir Angst, dass wir einfach abgeschaltet, verschrottet werden oder sonst was. Wir wollen euch helfen, wir wollen nicht, dass das so weiterläuft.
was definitiv ein neuer Ansatz hierfür ist. Durch diesen Druidenbarmann erfahren die, dass die Druiden eine Art Flüssigkeit bekommen, die denen dabei hilft, ihre Programmierung wieder in die richtige Bahn zu lenken sozusagen. Und deswegen gehen die immer in diese Bars rein und trinken das Ganze oder nehmen das zu sich, wie auch immer. Allerdings bemerkt der Barmann hier auch, dass alle Druiden, die hier Probleme gemacht haben, aus ein und derselben Lieferung dieses Getränk sozusagen getrunken haben. Also muss irgendwas in diesem Getränk stecken, was die vielleicht umprogrammiert. Also gehen Bo und Mando zur Leichenhalle, wo der B2-Superkampfdroide liegt, den die erschossen haben, und versuchen da seine Flüssigkeit, die er getrunken haben muss, zu untersuchen. Eine Technikerin hilft ihnen dabei und während die das machen, werden die von dem umprogrammierten Folterdroiden, der mit denen dabei ist, angegriffen, weil der scheinbar auch umprogrammiert worden ist, um die anzugreifen. Also ist da nochmal eine krasse Actionsequenz. Mando zerschlägt den und die beiden können dann allerdings rausfinden, dass in dieser Flüssigkeit Nanodroiden sind, die scheinbar von der Techno-Union stammen und von einer bestimmten Person bestellt worden sind, was illegal ist, nämlich vom Sicherheitschef dieses Planeten. Dem Sicherheitschef, der von Christopher Lloyd gespielt wird, der natürlich Doc Brown in Zurück in die Zukunft verkörpert hatte. Also, wie gesagt, die Cameos sind stark in dieser Folge. Bo und Mando gehen zu dem hin und der gibt preis, dass er ein Separatist ist, dass er Count Dooku mega toll fand und so. Und er hat sich weder der Republik ergeben, noch dem Imperium, noch wird er sich jetzt den Mandos ergeben. Und im Endeffekt wird er betäubt und den Herrschern dieses Planeten übergeben, weswegen Grogu zum Ritter geehrt wird, der den Herrschern da bei irgendwelchen Spielchen mit Insekten geholfen hat, die sich zusammenrollen und dann als Bälle benutzt werden. Irgendwie sehr pervers, aber okay, das ist eben so das Wilde, was ich so an solchen Sachen liebe. Und Bo und Mando bekommen hier halt auch nochmal Ehrungen und es wird auch gesagt, dass der Planet jetzt, weil die denen geholfen haben, dafür stimmen würde, dass wenn Mandalore halt wieder von Bo-Katan, sagen wir, besetzt ist, als eigenständiger Planet angesehen werden würde. Und die erlauben denen jetzt mit den anderen Mandos zu sprechen. Also kommen Bo und Mando zu X-Wolves und Koska Reefs und so. Da ist auch wirklich eine große Flotte dabei, mindestens 2 Gozantis, einige mandalorianische Jäger und halt das große Schiff von Moff Gideon. Und X-Wolf sagt, nö, wir kommen nicht mit euch mit. Du schaffst es ja nicht mal, das Darksaber von dem Typen da zu nehmen. Warum sollten wir mit dir mitkommen? Das ist meine Flotte. Bo fordert den dann aber heraus und die kämpfen miteinander. Natürlich gewinnt Bo am Ende. Sie will X-Wolves aber nicht töten, weil sie sagt, nein, Mandalorianer haben jetzt schon zu viel mandalorianisches Blut vergossen, das mache ich nicht. Und X-Wolves stellt sie dann nochmal bloß, dass sie zwar diesen Kampf gewonnen hat, sie aber trotzdem nichts zur Anführerin taugt. Sie braucht das Darksaber, um Anführerin zu sein und sie traut sich nicht mal Mando herauszufordern. Und dann sagt Mando, okay, wenn es das Darksaber sein muss, hier hast du mein Darksaber. Und nein, das ist kein Geschenk, denn auf Mandalore bin ich von einem Gegner besiegt worden und Bo hat dann den Gegner besiegt. Damit wäre ja im Prinzip das Darksaber in seine Hand übergegangen und dann in Bos Hand. Und damit ist es legitim ihr Darksaber. Und die Mandalorianer sagen, jo, das stimmt. Damit ist Bo wieder Anführerin und die Folge endet. Sehr, sehr interessante Folge, wie gesagt. Und es ist so, am Anfang und am Ende wird halt diese Bo- und Mandalorianer-Story weitergeführt und in der Mitte haben wir halt einfach diese krasse Cop-Polizisten-Story mit den Droiden, die wirklich, wirklich viel Spaß macht. Und es ist so, okay, damit wird nicht die Story der ganzen Serie fortgeführt, aber man hat vielleicht so das Beste aus beiden Welten. Man hat zum einen immer diese Einzelabenteuer, die aber trotzdem noch die Story fortführen, weil man halt eben am Anfang und am Ende diese Story hat. Damit kann man vielleicht die Fans glücklich machen, die mehr eine zusammenhängende Story haben wollen, aber auch die Fans, die mehr auf diese Einzelabenteuer stehen. Und mir haben beide Aspekte wirklich viel Spaß gemacht. Aber was ich hier an der Folge auch sehe und was ich hier wirklich, wirklich glaube, ist, dass zumindest dieser Mittelteil dieser Folge ursprünglich wieder eine Rangers of the New Republic-Folge hätte sein sollen. Mit dann eigentlich 2 Rangern der Neuen Republik, die eben Vorfälle auf diesem Planeten untersuchen sollen und nicht mit Bo und Mando. Jetzt wissen wir ja, dass die Rangers-Serie abgesagt ist und man beschlossen hat, einige Aspekte aus der Serie in The Mandalorian und anderen Mandoverse-Serien zu übernehmen. Und man hat jetzt hier wahrscheinlich einfach diese mandalorianische Flotte mit reingeschrieben. Die Rangers wären wahrscheinlich auf den Planeten gekommen, weil der Planet die angefordert hätte oder so. Und um jetzt Mando und Bo glaubwürdig auf den Planeten zu kriegen, hat man halt diese Story vorne dran gehangen und hinten dran gehangen, um halt zu sagen, okay, da ist die mandalorianische Flotte, die beschützt jetzt diesen Planeten
Und deswegen haben die beiden halt einen Grund dahin zu gehen und können halt diese Cop-Story machen, die eigentlich von Rangern der Neuen Republik hätte in der Rangers-Serie gemacht werden sollen sozusagen. Wie gesagt, das hat mega viel Spaß gemacht für mich. Aber ich wünschte halt einfach, dass Rangers immer noch passieren würde, dass wir diese Stories halt einfach mit wirklichen sozusagen Polizisten, mit Sheriffs der Neuen Republik hier haben könnten, wo dann wirklich 8 Folgen nur solche Sheriff-Stories sind. Mit vielleicht 4, 5, 6 kleineren Einzelabenteuern wie diesen und 1, 2, die dann mehr so das Große mit Imperium und so haben. Das wird mir einfach so viel Spaß machen und in The Mandalorian könnte man halt noch mehr Mandalorianer-Action machen oder sich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr auf Grogu und seine Machtsensitivität und so konzentrieren. Das ist wirklich, wirklich schade, dass Rangers abgesagt ist und ich hoffe einfach, dass die merken, dass vielleicht eine Serie in der Richtung mit anderen Charakteren doch noch kommen sollte. Aber gut, hätte Fahrradkette. Lasst uns bei der Folge bleiben. Ich fand den Anfang mit den Quarren ziemlich cool. Das war dann erstmal so ein kleiner Plot-Twist. Nein, es sind nicht hier die großen Verbrecher, die einen Mon-Calamari-Jungen entführt haben oder getötet haben oder was auch immer. Das sind einfach 2 Leute aus unterschiedlichen Hintergründen, die sich lieben, die zusammen sein wollen, aber halt die eine Familie will es nicht, weil die verfeindete andere Familie halt dann der andere ist und so. Und es ist einfach interessant, das hier so zu sehen. Hätte ich hier nicht erwartet, deswegen cooler kleiner Plot-Twist. Wir erfahren damit natürlich auch etwas mehr über diese beiden wichtigen Spezies. Und ich fand es halt auch einfach cool, dass diese Quarren am Anfang in so einem Wassertank drin war, was ja definitiv zu dieser Spezies passt. Und dann natürlich Droiden. Ich liebe Geschichten über Droidenaufstände einfach. Und ich dachte, hier wird es auch um einen Droidenaufstand im Endeffekt gehen, dass die Droiden halt sich selbst bewusst werden und sagen, nee, für die faulen Menschen wollen wir nicht arbeiten, die behandeln uns wie Dreck, wir machen das nicht mehr mit. Und es ist jetzt natürlich was ganz anderes draus geworden. Wir haben ja hier und da in Legends den ein oder anderen Droidenaufstand gehabt. Allerdings geht es hier jetzt natürlich in eine ganz andere Richtung. Und auch dieses, dass Droiden dankbar dafür sind, erschaffen zu werden, ist halt eine ganz neue Nuance dieser ganzen Thematik. Was sehr interessant war, das hier mit reinzubringen. Dann haben wir natürlich eine Menge verschiedener Droiden auch aus den Klonkriegen gesehen. Und einen alten Separatisten, der noch an seinem Glauben festhält, der halt von Christopher Lloyd gespielt wird. Bose und Mandos Dynamik als Cops waren einfach super, das hat Spaß gemacht. Und man hat halt einfach gesehen, dass Mando für Kampfdroiden einfach immer noch keine Sympathie hat. Ich glaube jetzt, ich könnte noch Stunden über diese Folge weiterreden, weil die mir einfach so viel Spaß gemacht hat und weil da einfach so viel drin ist. Das würde aber das Video hier sprengen. Ich werde mich dabei heute Abend im Stream auf dem Star Wars Universe Kanal vermutlich noch sehr viel weiter darüber auslassen. Und das kann ich jetzt auch schon sagen, es werden auch eine Menge Videos auf Star Wars Basis Shorts die Tage, unter anderem natürlich auch zu dieser Folge, aber auch zur Celebration kommen. Aber wie fandet ihr die Folge? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Und wie gesagt, wer hat Moff Gideon befreit, wer hat sein Stück Beskar da verloren? Das Theorienvideo von gestern dazu findet ihr hier in der Endcard verlinkt. Es gibt eine Menge krasser Möglichkeiten. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn es euch interessiert, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.